Minecraft! Hallo und herzlich willkommen zurück in Rötzlingen! Wir befinden uns in der Heimat, in der heimischen Küche. Und ich würde sagen, wir bereiten uns gleich mal vor. Habt ihr eigentlich Sound? Auf. Möglicherweise. Ah. So, da ist der Sound. Wir bereiten uns jetzt vor. Auf eine Reise, oder? Wollen wir eine kleine Reise unternehmen? Wir haben alles, was wir brauchen. Das ist gut. Essen, Kompass, Schere, Fische, Stöcke. Das Bett haben wir dabei. Eimer. Ja, aber ich gucke nochmal, was ich noch craften kann. Was ich noch nicht habe. Feuerzeug habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht. Müsste doch eigentlich möglich sein. Wenn ich nicht alle geilen Ressourcen unten gehabt hätte. Herz des Meeres, weiß ich immer noch nicht, was ich da machen kann. Tatsächlich habe ich den ganzen geilen Scheiß unten. Ja, da müsste ich eigentlich nochmal wieder runterlaufen. Ja. Kompass habe ich schon gebaut, den habe ich aber dann für diese Karte hier. Ach ja, genau, übrigens, ich habe irgendwas aus Versehen in den Comments gelesen, was ich jetzt auch nicht so überlesen kann. Und zwar, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber in den Comments stand, ich habe mich aus Versehen ein bisschen gespoilt, dass wenn man die Karte nimmt, Karte Nummer 2. Ha! Guck mal! Aber geht das nochmal? Wow! Oh Gott! Aber größer mache ich es jetzt erstmal nicht. Okay, das heißt aber, das, also ist das Gebiet? Nee, das ist das Gebiet, was ich jetzt, ich habe immer nur diesen runden Kreis um mich herum, den ich sehe. Oder wie, oder was? Das ist natürlich jetzt für eine große Reise ganz interessant, aber ich kann da nicht mehr reinzoomen, ne? Das heißt, wenn ich eine kleinere Karte möchte, muss ich noch eine produzieren. Und dazu brauche ich wiederum einen Kompass. Was? Was ist denn da schon wieder los? Es ist helllichter Tag. Was ist das denn? Guck mal, ich kann ihn von hier zuschauen, wie er verbrennt. Ach du Scheiße. Ach. Das ist jetzt ja saublöd. Aber ich habe schon eine Idee, wie ich das löse. Da kommst du mal her. Ja, hallo. Ja, hallo hier. Hallo. Ja, haha. Hallo. Ja, ha. Ja, hallo. Ja, hallo. Hahaha. Ja, komm's. Komm's ein bisschen näher. Ich bin's. Arschloch. So. Und mit euch beiden rede ich jetzt mal. Oh, verbrennst du? Oh, das tut mir leid. Oh, guck mal. Der verbrennt jetzt ja. Was, wieso brennt er nicht mehr? Hey, Alter. Hat er mir in die Scheibe geschossen, dieses Schwein. So, und das ist hier eine Riesensauerei. Wer repariert mir das denn jetzt? Oder
Wir machen uns einen Spaß. Können auch einen Spaß machen. Zeit. Mir ist jetzt nach Spaß. Kann man Brücken bauen eigentlich? So. Da 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 da. Okay. Jetzt haben wir einen kleinen Bach. Und alles nur, weil diese dummen Zombies unbedingt in mein Haus wollten. Oh, okay. Danke. What the fuck? Was war das denn jetzt? Was ist denn da schon wieder explodiert? Was? Was? Warum? Warum? Muss das denn sein? Jetzt wird es dunkel, ne? Oh, das ist Kupfer. So. Okay. Ja. Ich baue mir hier einfach so einen wunderschönen Bach. Ich wollte eh mit dem Wasser experimentieren. Ergibt das Sinn? Nö, aber wie Spaß ja. Das ist das Einzige, was zählt, oder? In so einem Spiel. So, hier würde ich dann die Länge würde ich dann dabei belassen. Da kommen die gar nicht mehr so richtig an mich ran. Wir wollten das eh noch ein bisschen verschönern hier. Die ganzen Löcher hier von diesem. Und dann muss ich wahrscheinlich aber. Bisschen Wasser manuell aufschütten, oder? Ich mache das einfach nur, weil ich gerade Bock drauf habe. Wir können gleich die Reise immer noch antreten. Aber irgendwie habe ich jetzt Lust darauf, mit dem Wasser zu spielen. Guck mal, da kommt schon was rausgeflossen. Und dann bauen wir es hierbei natürlich wieder zu, ist ja klar. Check nicht, wo dieser Creeper herkam gerade. Aber egal. Spinni.
Oh shit. Oh. Oh nein, ich baue doch hier grad! Ich baue doch gerade, du machst alles kaputt wieder. Was soll denn das? Kannst du nicht mal die Arbeit eines Mannes respektieren irgendwie? Was ist los? Ich habe hier harte Arbeit und du machst alles kaputt. Schnell noch ein Brot essen. Machen uns so eine Halbinsel draus. Fließt das da runter? Yo, 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 let's go, let's go. Wassermarsch, Wasser kommt, Wasser fließt. Yay. Guck. Jetzt fluten wir das. Wir fluten den Graben. Nein, 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 wir wollen das nicht. Da ganz hinten. Ich arbeite hier gerade an meiner Burg. Wer stört meine Kreise? Ah. Aber die spinnen hier, die. Weg. Ich bin noch nicht fertig mit meiner Arbeit. Wassermarsch! Dann hole ich mir natürlich. Ah, ist die Schaufel kaputt schon wieder. Mist. Ja, bauen wir uns gleich eine neue. Das ist auch so lustig, wie das Wasser hier. Guck ich es mal an, hier macht es einfach so einen Hügel. Naja. Ach! Habe ich mich ja selber eingefangen. Oh, raus, raus, raus. Naja, aha. Was willst du jetzt hier tun? So. Ist auch dumm, das einfach tagsüber nachts zu machen, ne? Ist echt ein bisschen blöd. Ich kann jetzt schlafen gehen. Aber ich war ein bisschen beleidigt. Ich bin heute in so einer Trotzlaune. Ich bin so ein bisschen. Ja. Gegen dies. Ich weiß es besser, aber. Ich sehe es irgendwie nicht ein. So, steh auf. Erstmal. Leckeres Brötchen essen. Habe ich noch genug. Oh, hier, ich höre es schon wieder. Ich bin echt einfach richtig beleidigt. Ich habe nur noch ein Eisen. Irgendwas. Ein Holzschwert, toll. Eine Schaufel. Da sind sie. Ich muss den ums ganze Haus legen eigentlich. So, kann man mich denn im letzten Ruhe bauen lassen? Und dann scheffel ich gleich mit meinem Eimerchen. Scheffel ich noch ein bisschen Wasser und dann mache ich das hier richtig voll. Experimentieren mit der Mechanik. So, jetzt fließt das hier so runter. Das ist so eigentlich ganz süß. Dann jetzt habe ich meinen Eimer dabei. Ja. Jetzt wollen wir mal hier ein bisschen
Das abschöpfen. Was ist, wenn ich das jetzt hier so reinkipp? Was ist denn? Ich glaube, ich sollte mir hier nochmal eine Rampe bauen. Ist zu anstrengend, den Fluss hier entlang zu laufen. Nächste Schurkenloch hier, das der Creeper gesprengt hat. So. Einmal raus. Hier war das stehendes Gewässer. So. Jetzt schmeiße ich hier hinten rein. Ha! Ja! Aber, ja. Dauert sehr lange hier wieder. Gegen die Fließrichtung. Okay. Aha, aha, aber so können wir jetzt auffüllen. Das heißt, ich nehme hier noch so ein Happen stehendes Wasser. Und ist eigentlich egal, ne? Habe ich jetzt da reingekippt? Das ist hier so eine schöne Kante. Ja. Was ist denn, wenn ich das jetzt hier so mal reinkippe? Ah ja. Da kann man so einen richtigen Eisbach mitmachen. Kennt ihr das in München? Ich bin ja Surfer. Und in München gibt es den Eisbach. Da kann man dann... Hey. Surfen gehen. Sieht scheiße aus. Muss man ehrlich sagen. Kennt ihr, ja? Aber hier, guck mal, hier wird das gar nicht mehr Wasser. Warum? Diese komische Kante da, was ist damit los? Das wird jetzt doch nicht mehr mehr. Warum? Vielleicht, weil hier noch... Hat das irgendwas zu tun? Nee, ne? Ist das Sand hier? Ja. Hier ist gar... Ah, das ist ja echt strange. Schütte es an den Rändern. Von oben aus. Ja, ihr könnt mir die Wassermechanik, dürft ihr mir ruhig erklären. Da bin ich nicht so pinsig. Aber hier war das nicht irgendwie, wenn man stehendes Wasser nimmt, dann ist das... Ah ja, guck mal hier. Aha! Aha, was war das? Das hat auch gut funktioniert. So, jetzt habe ich stehendes Gewässer genommen. Hier ist es niedriger. Was ist, wenn ich es jetzt hier reinschmeiße? Ja. Ja, jetzt ist es höher. Wenn ich jetzt hier reinmache, müsste es doch noch ein höher sein dann. Ja. Okay, ich packe es immer an den Rand. So, dann mache ich hier noch einer. Ja, das funktioniert. Guck. Und so kriege ich das dann auf das gleiche Level überall. Ja. Okay. Zack, dann hier. Nee, das war falsch. Also. Stehwasser. Und jetzt hier, da. Warum? Erstmal einen davor vielleicht. Da. Ich bin beleidigt. Entsetzt und empört. Da. Diese Kante da. Warum? Ich dachte, ich habe es verstanden. Aber weshalb diese... Sehen Sie das? Das ist doch einfach empörend. Hier ist schönes Stehwasser. Aha. Okay. Sieh einmal an. Schau mal. Ja, da funktioniert was. Aber dann am Rand, okay.
Was passiert, wenn ich jetzt da Wasser drauf mache? Also, da muss man sich schon einiges erarbeiten in jedem Fall. Okay. Das sieht echt ein bisschen scheiße aus, alles. Mit dieser blöden Kante da. Was ein mickriges kleines Flüsschen. Ach, come on. So. Aber die Musik ist schön. Dann hier noch. Okay. Und da. Okay. Und dann bleibt das in der Mitte, aber ganz schön niedrig. Da muss ich da auch wieder was bauen. Aber hier bringt das gar nichts. Da muss ich dann wieder Steine bauen hier oder was? Habe ich alles schön weggebuddelt. Verstehe, verstehe. Nee, du sollst weg. Aber da kann ich dann Wasser raufsetzen. Das ist aber blöd. Das ist eine blöde Lösung. Das dauert ja voll lang. Finde ich nicht so gut. Ja, habe ich noch nicht so Fan von. Guck mal. Das da, guck mal, da fehlt auch noch was. Das fließt da zusammen. Muss ich erstmal wieder alles quasi so hochsetzen, ja? Guck mal. So, und dann kann ich da. Ja, okay. Aber es ist sehr umständlich und die muss ich ja alle hinterher wieder rausziehen, auch die Dinger. Das fließt es wieder in die andere Richtung. Ja, das war klar. Okay, so wollte ich das nicht. Ich will einfach nur, dass das Wasser da reinkommt. Dass sie sich so einen kleinen Graben haben, damit diese kleinen Scheiße uns nachts nicht mehr nerven. Sehen Sie sich das an, dieses kleine Desaster. Ich wollte doch nur so einen Swimmingpool für mich. So einen kleinen, wo ich meine Bahnen ziehen kann. Wo ich sagen kann, ja, ich schwimme morgens mal. Meine Bahn einfach. Jetzt versinke ich auch noch. So, hier. Darf ich nicht bauen. Lässt mich nicht bauen. Da lässt. Ah, jetzt darf ich das Loch stopfen. Jetzt da, dann ist jetzt hier überall fließt es wieder runter, ne? Aber es wird dadurch ja nicht mehr. Es ist ja so ein kleiner Wasserfall, den wir gebaut haben. So können wir es ein bisschen begradigen und die unerträgliche Hässlichkeit ein bisschen beseitigen. Seht ihr? So. Ein natürliches Gefälle. Ja. Wird nicht schöner. Haben wir den ganzen Tag dran gearbeitet. Und. Ja. So und da auch noch. Dass es zumindest eine gewisse Symmetrie hat. Der Rand ist natürlich jetzt hier voll, der andere nicht. Jetzt kommen gleich wieder die Monster.
bevor die Monster wieder kommen und mir wieder alles wegsprengen. Gehen wir kurz schlafen, kostet ja nichts. So, kein Bock auf Skeletor und seine Horden. So. Ich bin noch nicht zufrieden. Das muss besser werden. Können wir schon ernten? Das ist erntbar, oder? Das ist doch erntbar. Das ist auch erntbar. Wir müssen nämlich neues Brot backen. Deswegen machen wir das mal eben schnell. Hier, guckt euch das an. Wenn wir auf große Reise gehen, müssen wir auch Proviant dabei haben. Was ist eigentlich mit euch? Oh, fuck. Wie gebe ich euch das? Ah, oh, Verzeihung! Es tut mir leid, es ist wie immer die falsche Taste gewesen. Es tut mir total leid. Oh Gott, jetzt ist er pisst auf mich. Du kriegst zuerst. Du kriegst zuerst. So. Bitteschön, das war versehen. Ich habe euch nicht mit Absicht gehauen. Wirklich nicht. Ach, kriegen die Nachwuchs dann auch? Ach, was? Warte mal, das ist eine kleine. Wenn ich die zu essen gebe, dann kriegen die Kinder oder was? Ja, guten Appetit. Werdet groß und stark. Wachsen die, wenn ich denen das gebe? Ne, gibt's nicht. Das mache ich mit euren Eiern, da! Wolltet ihr abdackeln? Wolltet ihr etwa abdackeln? Hallo, der Herr. Unglaublich. Bleibt hier! So. Hungrige Geschöpfe. Was ist mit den Karotten? Wann sind die denn eigentlich fertig? Ich wollte weiterbauen. Wir waren noch nicht so weit. Haben die irgendwie die Hühner? Haben die irgendeine Form von Anspruch an gewisse Gattergröße? Nö, oder? Das ist so einem Huhn doch egal. Ey, it's not working. I'm very unhappy with the situation. It's not working. Das macht mich irre, dass das hier auch nicht klappt. Ich bin leicht ungeduldig heute mit mir selber. Du machst gerade legit gar nichts. Ja, das stimmt. Ja, ey, das stimmt. Sie macht legit wirklich gar nichts. Aber das ändert sich jetzt. Ach so! So geht das! So geht das! Ach was! Oh, okay. Now weiß ich Bescheid. Okay. 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 Aber ich muss ja hier die Dinger wieder abbauen, weil sonst ist das zu niedrig und dann warten die Monster da durch. Boah, jetzt habe ich es gecheckt. Okay, boah, das hat gedauert. Ja, aber das ist auch nicht so leicht zu verstehen. Ah, oh, weil Blöcke kann man ja auch
nach unten setzen, aber so, ich muss es gegen die Wand. Jetzt muss ich das alles wieder abbauen. Das ist ja kompletter Quatsch hier. So, bau jetzt ab. So. Ich will nicht, dass hier die Monster da durchkommen. Das ist total dumm. Was eine unnötige Zeitverschwendung. Unser aller Leben. Ist gerade betrogen worden um 10 Minuten Lebenszeit. So, das muss ja wieder weg, sonst kommen die Monsters da durch. Ich glaube, ich muss mindestens so eine Tiefe von 2 Steinen haben. Das dauert einfach auch so ewig, weil ich nur eine... Jetzt habe ich gar nichts mehr. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie das geht. Jetzt werden wir ratzfatz das hier auffüllen. Das ist der Moment. Der Moment ist gekommen. Jetzt machen wir Progress ohne Ende. Yay. Yay. Oh, der Händler. Ey, habe ich nicht neulich irgendwas gefunden? Ey, warte mal, Händler McHandelstein. Du kannst gerne auch reinkommen, ehrlich gesagt. Du darfst reinkommen. Ich habe doch diese Dinger da gefunden. Die. Das ist doch das. Ist das nicht das, was der immer will? Hier. Bewunderst du meinen. Nee, Mist. Okay, das war doch nur Diamant. Entschuldigung. Dann lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich kann eh nichts bei Ihnen kaufen. Und wenn der Händler da zu Schaden kommt, ist das nicht meine Schuld. Das ist nicht meine Schuld. Ganz ehrlich, warum springt der in den Wassergraben? Ich hol ihn da nicht raus. Ist mir egal. Ganz ehrlich. I don't care. Was springt der da rein, ungefragt? Ich wette, der hat sich nicht mal vorher die Füße abgespült im Fußabspülbecken. Ich doch explizit gesagt habe, die sollen, die Lamas sollen nicht in meinen Swimmingpool. Die haben richtig dreckige Beine, so Lamas. Die haben ganz ungesundes Verhältnis zu Hygiene. Das weiß man doch. Als Lama-Besitzer. Verzeihung. Ja. Was machst du jetzt? Ich bin dafür nicht verantwortlich. Ich hatte dir gesagt, spring da nicht rein. Das sieht ja auch echt selten bescheuert aus. Oder? Was passiert denn, wenn die da... Können die ersaufen? Die versuchen da rauszukommen, aber... Vielleicht erinnert ihr euch an letzte Folge, da waren die in diesem Wrack eingesperrt und da habe ich denen wirklich rausgeholfen. Habe ich sehr viel Arbeit investiert, damit sie da rauskommen. Aber ich kann denen nicht auch jedes Mal den Arsch retten. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie auch überhaupt nichts im Angebot haben. Das ist so, als wenn man irgendwie PayPal hat und Apple Pay und Sofortüberweisung und was es alles gibt, nur man hat zum Beispiel keine Kreditkarte oder so. Und dann kommt der, hat die geilsten Sachen. Ja, aber ich nehme nur Kreditkarte. Ja, dann geh halt nach Hause, ich habe gerade keine. Dann, so ist das, so fühle ich mich mit dem Typ. Du kannst da ja gerne wohnen bleiben, da jetzt in der Ecke. Das Wasser sieht aber immer noch scheiße aus. Dass man das am Rand auffüllt, habe ich jetzt verstanden, aber... Oh Gott, die fühlen sich immer weiter in die Enge gedrängt.
Der schönste Swimmingpool der Welt. Ja, das hilft denen sogar am Ende. Stimmt, ich könnte auch mehr Kübel machen, aber ich habe hier nicht genug Eisen. So. Jetzt könnt ihr da rauskommen, wenn ihr wollt. Müsst ihr aber nicht. Ist ja prinzipiell okay. Aber ich glaube, ich müsste da noch mal ran. Das ist nämlich ein sehr obskurer Wasserfall. So, hey, ich baue euch hier noch in der Mitte. Vorsicht, Lama, da kommt noch was. Mhm. Das ist das beste Gefängnis, was es je gegeben hat. Sie können nicht verdursten, so, weil sie haben genug Wasser. Ja, okay, alles klar. Dann lebt ihr das. Ihr lebt jetzt da. Das ist jetzt euer neues Zuhause. Ich gehe jetzt rein. Ich helfe dir nicht nochmal. Okay, das war jetzt eine kleine Spielerei. Wir gehen jetzt gleich ein bisschen Abenteuer haben, oder? So. Jetzt haben wir, ja, wir haben so eine kleine, ungewollt natürlich, aber mir doch egal, so eine Zombie-Falle gebaut. Geil, die sind dafür immer drin. Das ist ja großartig. Hi, ihr seid meine Gäste. Well, 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 well. Mit so einem unfertigen Graben gehst du auf Abenteuer. Ehrlich gesagt, ist der doch relativ fertig. Ich finde, der ist komplett fertig. Bleib. Bleib. Kurz Luft holen, ich hab Durst. Bleib. Ich treib euch an die Oberfläche. Ein paar Fischis gefangen, die brate ich jetzt weg. Da liegt noch einer, guck mal. Da. Es würde mich aber auch echt interessieren, was da unten ist, ne? Ich habe ja diese Flasche. Boah, ist der schnell. So. Diese Flasche mit diesem Sauerstofftrank, der mir ermöglicht, 3 Minuten zu tauchen. Würde mich natürlich auch reizen, hier direkt mal runter zu gehen. Jetzt braten wir uns noch ein paar Fische, backen ein paar Brote und dann gehen wir los. Müssen wir noch irgendwas machen? Ich mag ja irgendwie diesen... Ich mag das. Das ist wie so ein Sichtschutz. Oder? Dieser Bambushain. Hallo. Beklagen die sich, dass sie zu wenig Platz haben? Nee. Hab ich falsch verstanden. Glaube ich. Jetzt. Was machen wir? Papier. Ich habe so viel von diesen Baumaterialien. Wieso habe ich die alle dabei? Was soll ich damit noch machen? Ach, ich wollte ja eigentlich auch noch Sachen craften. Ich könnte diese ganzen Eier... Sollen wir noch mal die ganzen Eier... Obwohl, ich kann ja später
auch so ein geiles Rezept machen, aber wir könnten die ganzen Eier in dem Gehege zerdeppern und dann haben wir wirklich 50 Hühner. Ein Eisen. So, und zwar wollte ich, was wollte ich denn noch bauen? Da waren noch so ein, zwei Sachen, die ich bauen wollte. Das hier, genau, die wollte ich mal bauen, dafür brauche ich aber 5 Eisen. Ich glaube, ich habe unten kein Eisen mehr. Könnte aber auch mal nachgucken. Diamanten haben wir auch alle unten. Die Kohle würde ich mal mitnehmen. Ein bisschen Holz können wir vielleicht mitnehmen. Falls wir neue Fackeln brauchen oder so. Dun, 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 dun. Wie war das? Nee, wie war denn da die... Ach man, zwei. So. Okay. Stöckis nehmen wir mit. Jetzt renne ich, glaube ich, noch einmal runter. Ich schaue, ob da noch Eisen ist. Wieso auch immer ich die Tür mal wieder zumache, ich weiß auch nicht warum, das ist Gewohnheit. Ohne Ende Kupfer, aber kein Eisen. Was? Was ist das für ein Geräusch? Fump, fump, fump. Und noch einmal runter. Fahrstuhl wäre nice. Das wäre wirklich einfach gut. Hallo, zu Hause, da sind wir wieder. Nö, nichts mehr drin. Was haben wir hier noch? Oh, 32 Pfeile. Gold, ah, diese Diamanten, ne? Jetzt haben wir 21 Diamanten. Recht viel Gold, diese Hacke. Und Redstone Shit, whatever, keine Ahnung. Feuerstein. Ja, wir haben kein Eisen. Das ist echt blöd. Ah, guck mal. Da kriegen wir nur einen. So, was wollt ihr machen? Wollen wir nochmal jetzt die Höhle erkunden? Oder wollen wir einen Abenteuerstreifzug machen? Was meint ihr? Oh, ich habe hier noch gebratenen Lachs und Brot. Abenteuer? Abenteuer? Okay, ihr wollt Abenteuer. Dann kriegen wir Abenteuer. Nehmen wir was richtig Geiles mit? Oder wollen wir uns das lieber aufsparen? Wir könnten ja... Abenteuer, Abenteuer. Okay, alle wollen Abenteuer. Okay, dann gibt es ein Abenteuer. Okay. Dann machen wir jetzt ein Abenteuer. Alles klar. Für mich war ja diese riesige Höhle... Ich habe gedacht, das ist ja vielleicht schon der Mittelpunkt des Spiels, ne? Weil die so gigantische Ausmaße hat. Aber vielleicht ist das ja einfach nur eine von vielen Höhlen. Vielleicht gibt es noch imposantere Höhlen. So. Wir könnten uns jetzt ein Diamantschwert bauen. Was hat... Ist ehrlich gesagt jetzt auch nicht so viel besser, finde ich, als ein... Es ist... Ja, keine Ahnung. Ist jetzt auch nicht so viel besser. Haben wir gemacht. Nehmen wir mit. Dann haben wir jetzt 3 Eisen. Ich wollte ja eigentlich so eine Lore bauen, um zu gucken, was ist. Aber da brauche ich 5. Dann nehmen wir die Eisen, nehmen wir so mit.
Essen, Kompass wollte ich noch mal bauen. Einen zweiten. Und Brot. Wie war das jetzt? Zack. So, 11 Brot und richtig viel gebratenen Fisch. Die Weizenkörner lassen wir hier. Können wir irgendwann noch mal ein größeres Feld machen? Dann haben wir auf jeden Fall keine Essensprobleme. Den Eimer nehmen wir mit. Den Feuer. Genau, ich wollte irgendwas mit dem Feuer. Was wollte ich denn noch mal bauen? Ich wollte irgendwas mit dem Feuerstein bauen. Aber was? Ah, Kompass kostet 4 Eisen. Dann nehmen wir mal ein bisschen Redstone mit. Ah, komm, so. Falls wir irgendwas craften wollen. Trank der Unterwasseratmung ist natürlich verlockend. Aber können wir uns vielleicht noch aufspannen, wenn wir irgendwas gefunden haben, wo ich genau weiß, okay, das ist der Shit. So, die Diamanten werde ich sowas von nicht mitnehmen. Und wir könnten natürlich uns auch jetzt hier eine bessere Rüstung noch craften. Ist das Upgrade, ist es das wert? 8 Rüstung, 2 Rüstungshärte. 6 Rüstung. Das ist schon ein bisschen besser, aber wäre natürlich dann auch, wenn wir die verlieren. Oh, die kostet ja richtig 8 Diamanten. Kann man noch bessere Sachen mit denen machen, außer Rüstungsteile? Lohnt es sich, das aufzuschauen? Muss man damit geizig sein? Eine Kette haben wir auch noch nie gemacht. Das können wir gerade nicht machen, leider. Ja, Feuerzeug wollte ich, genau das war's. Feuerzeug wollte ich machen. Das ist ein völlig richtiger Hinweis. Was mache ich denn damit? Feuerzeug. Kann ich irgendwas anzünden? Keine Ahnung. Nehme ich einfach alles mit. So, das nehme ich mit für Wolle. Bett nehmen wir mit. Ich habe jetzt sehr viel Fisch. In jedem Fall. Gut, die Kohle nehme ich mal mit. Pfeil und Bogen nehmen wir mit. Das ist die Uhr. Wir sind jetzt schon einfach mega voll. Braucht doch nicht alles hier. Hacke. Schaufel vielleicht noch. Genau, eine Schaufel muss ich bauen. So, also. Erstmal das Werkzeug hier. Wir haben sehr viel Schwerter dabei. Wir packen mal welche raus. Das olle Ding und das Steinschwert kommen raus. Die Steinspitzaxt kommt raus. Das will ich mitnehmen auf meine Reise. Essen ohne Ende. Haben wir einfach richtig viel. Komm, dann kann das hier mal als Reserve bleiben. Pfeile, Stöcke. Ich weiß nicht, was man mit dem Feuerzeug macht. Ich lasse es einfach hier. Eimer nehmen wir mit. Vielleicht treffen wir irgendwie eine freundliche. Feuersteine nehmen wir mal. Ach komm, nehmen wir mal 4 Feuersteine mit. Diese Hacke hier. Nee, bleibt hier. Ich will mich ja nicht sesshaft machen. Das nehme ich mit, falls ich ein Bett brauche. Und ansonsten können wir los. Ach, einen Eimer brauche ich auch nicht. Ich fühle mich ja auch nicht komplett voll. So, das ist okay. Bett haben wir dabei und das Boot ist hoffentlich noch vor Ort. Und ja, was wir noch machen könnten, ist, diese Hunde, die habe ich gehört, fressen doch dieses Zombie-Fleisch. Können wir mal was von mitnehmen? Let's go! Es ist Nacht, oder? Oh, hab ich alles zugemacht? Ich schlafe jetzt und dann geht's los. Nein! Warte. Erstmal essen. Jetzt schlafen. Knochen? Ich habe ohne Ende Knochen. Irgendwo da. Sind die auch gut für die Hunde?
weiß es nicht. Ist gerade weggeworfen? Nee. Ich hoffe nicht. Jo, dann gehen wir los. Ey, was? Nein. F3. So, muss ich mir irgendwelche Koordinaten merken? Nee, oder ich habe ja die Karte dabei. Block. Oh Mann. Keine Ahnung. Wo sehe ich das nochmal? Ihr wisst Bescheid. Ihr habt das jetzt genau, ihr habt euch das gemerkt. Wir gehen auf Reisen mit unserem Boot. Hallo? Wir gehen auf Reisen mit unserem Boot. Hier waren wir noch gar nicht. Da ist dann aber auch Feierabend, ne? Oder? Sind wir hier schon mal überhaupt lang geschwommen? Boah, was haben die Oktopoden gemacht? Die haben sie richtig vermehrt. Weil hier ist ja irgendwann Schluss. Aber wir gucken trotzdem mal. Doch, da, klar, da waren wir auch schon. Da oben ist ja mein Gipfelholzzeichen. Einmal kurz schauen, ob hier wirklich das Ende der Welt bereits erreicht ist. Oh, hier ist so eine Bucht. Da geht's runter. Die Koordinaten hat der Chat. Oh, wow. Ein riesiger Berg. Geht's auch richtig tief hinab. Wir sind am Ende der Welt. Ja, was auch immer. Wir könnten hier mal anlegen und auch zu Fuß weitergehen, aber ich glaube, ich will so lange wie möglich mit dem Floß unterwegs sein. An Land ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich finde, man kann am Wasser kann man richtig wunderbar einfach Meter machen. Das ist hier hinten noch. Die Karte ist zu klein, ja. Keine Ahnung, ich kenne die Dimensionen nicht. Boah, da sind die ganzen Höhlen hier überall. Kann man denn da irgendwie... Ich kann nicht scrollen, oder... Ihr merkt euch das schon. Im Zweifel, in Navigationsfragen verlasse ich mich dann ansonsten auf euch. Wir booten uns hier erstmal weiter. Hallo, Ferdis. Wo führt uns dieser kleine, scheinbar wasserarme Fluss entlang? Oh, wow, was ist denn hier? Riesiges Gebirge. Kirschblütenbäume. Noch mehr Pferde. Ich könnte die Pferde natürlich jetzt auch für Leder einfach schlachten. Dieser Fluss ist ein bisschen, also es ist ein Fluss, das andere ist, glaube ich, eher ein Meer. Das ist sehr überschaubar von der Fahrtrichtung. Wobei, jetzt öffnet sich das.
könnten wir auch Richtung Meer kommen. Da ist eine riesige Pferdeherde. Was ist das? Was ist das? Explodiert das? Sieht aus, ehrlich gesagt, sieht das aus wie so Heuballen. Ein Kürbis. Das ist ein. Okay, jetzt sehe ich es auch. Das ist ein Kürbis. Ja, nehme ich. Row, row, row your boat. Marilyn, 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 Marilyn. Gently to the shore. Keine Ahnung. Wir fahren einfach weiter den Fluss entlang. Ich weiß nicht, ob Hintergrundmusik hier automatisch kommt tatsächlich oder ob man das einfordern kann im Menü. Merrily, okay, von Mary Fröhlich. Ah, okay, Merrily, Merrily Fröhlich. Ah, okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe das nur damals bei Star Trek. Welche Folge ist das? Irgendein Film. Ist da irgendein Star Trek-Film? Ich glaube, ist es der mit der, wo die auf der Erde stranden, auf der Erde der Vergangenheit. Da gibt es so eine Szene am. Oh, jetzt kommt Musik! Da gibt es eine Szene am Lagerfeuer, da sitzt ein Riker, Picard und ich glaube auch Data am Lagerfeuer und singen dieses Lied. Daher kenne ich das. Ich habe den Text natürlich nie gecheckt. Hey, was ist hier los? Wieso? Okay, ich habe gelesen, dass da ein Dorf ist. Ich kann ja meine Augen nicht immer blind machen. Aber hier war irgendwo ein Dorf, wurde mir gerade zugesteckt. Das will ich natürlich, wenn ich es jetzt eh schon gelesen habe, mir mal angucken, ob das stimmt. Aber wo? Links wäre ja hier. Dicke Höhle. Okay, Autsch. Da hinten habe ich ein Haus gesehen. Ganz alleine. Ohne Hilfe. Ja! Oh! Jetzt wusste ich natürlich schon durch Donny, dass es hier ein Dorf gibt, sonst wäre ich natürlich jetzt komplett geflasht gewesen. Ich bin immer noch geflasht, aber durch dieses Donny-Let's Play. Ich habe original beim letzten, in der letzten Session überhaupt erst erfahren, dass es Dörfer gibt. Das hatte ich komplett nicht auf dem Schirm, dass sowas existiert. Kleine Landmark, ne? Au, was das? Nee, das tat schon weh. Es wird gleich dunkel. Aber leben da denn auch andere Menschen? Friedliche Menschen? Ich werde mal nicht deren Vieh direkt als erstes abschlachten. Ja, das sind Menschen!
Oh! Hey! Muss ich mein Schwert wegstecken? Gibt das irgendwie Ärger oder so? Ich hab lieber ein Brot in der Hand. Hallo, ey! Das ist dieser Nasenmann bei Donny! Der ist ja nett! Hi! Nee. Okay, guck mal, die haben auch diese Schüsseln mit Wasser gefüllt. Vielleicht ist das. Nee, ist das ein Trog für die Tiere? Ich weiß es nicht. Hallo Katze! Guten Morgen! Huch! Hallo! Schläft wieder. Ja. Wie mild ist denn hier Katzi? Hallo! Deine kleine Koppel mit Pferden und so. Och, das hier putzig. Oh. Ich schlaf hier einfach. Wie dieses, wie heißt die noch? Die da bei den Bären einfach den Brei gegessen hat. Die Brei-Ilse. Da brennen sie. Da hinten die Zombies und alles. Goldlöckchen war das, genau, nicht Schneewittchen. Goldlöckchen. So, aber gibt es irgendeine Form von freundlicher Interaktivität mit diesen Personen? Oh, das ist ein Ehepaar. Hallo, ich weiß nicht, kann ich Sie für etwas Brot begeistern? Ha! Mit dem kann ich handeln. 6 Leder für einen Diamanten, ein Smaragd. Oder eine Lederjacke, die sehr kleidsam ist, aber die wir nicht unbedingt benötigen. Aber gut zu wissen, dass es hier auch einen Händler gibt. Das heißt, ich kann jetzt hier vor deren Augen deren Pferde abschlachten und dann kann ich mit deren Pferdehaut mir Diamanten kaufen. Und was gibt's hier noch? Kann ich mir, ich meine, eigentlich kann ich mich doch hier ansiedeln. Niemand hat mir verboten, mir hier nicht ein Haus zu bauen. Da ist ja schon ein Schloss. Ist das für mich reserviert? Natürlich nicht so schön wie mein eigenes Schloss, aber. Hallo! Was ist das? Ein Braustand? Oh, warte mal, hatten wir nicht damals irgendwie bei dieser Challenge auch so eine Geschichte? Schöne Fenster, so kotzgrüne Fenster. Das ist doch schön. Das ist doch echt schick. Ja. Ich könnte mir ein Haus bauen. Huch. Ey! Was ist das für eine seltsame Leitermechanik? Ja, unsere Reise soll natürlich hier noch nicht enden. Oh, darf ich deren Strohballen klauen? Nee, ich will denen nichts klauen. Das ist unfair. Macht man noch nicht. Hallo. Die haben also Tiny Houses. Aber vielleicht könnte ich irgendwelche Nahrungsmittel ernten und hätte dann so passende Samen für zu Hause. Die Frage ist. Wann kehren wir überhaupt nach zu Hause zurück, wenn man sich hier überall ein neues Zuhause bauen kann? Ah, da laufen auch kleine Kinder lang. Vielleicht ist dieses Kind ja auch ein zukünftiges Zombie. Ich habe mich ja immer gefragt, wo kommen die ganzen Kinderzombies her? Aber die ging doch gerade die Tür auf. Hallo Kind. Sind deine Eltern zu Hause? Okay, du willst nicht mit mir handeln. Willst mir deine Matchbox-Autos nicht verkaufen? Ich sehe schon. Die handeln nicht alle mit mir. Nur einige Ausgewählte. Das Volk der Nasenmänner. Ja, mit dir hatte ich schon das Vergnügen. Ihr habt alle das gleiche Angebot. Oh ne, der hat anderes. Der hat diese. Oh, eine wunderschöne Lederhose.
Aber das ist wirklich verlockend, dass ich hier in diesem Dorf, das sollte ich mir merken, für Leder Diamanten bekomme. Oh, hier ist eine Höhle. Oh, sollen wir da mal rein? Und wir probieren mal die Diamantenhacke aus, nur so aus Spaß. Aha. Jetzt regnet das ja auch noch so. Ach, aber wir sind schon Kumpels, oder? Es lohnt sich das, die Diamantenhacke für diese gewöhnlichen Aufgaben heranzuziehen? Hier ist ja nichts. Oh Gott, hier ist ein Fluss. Den stopfe ich wieder. Oh, ich könnte deren Dorf komplett überschwemmen. Aber das mache ich nicht, mein netter Mensch. Ich helfe dir wieder rauf. Du kommst nicht rauf ohne Stufe. Komm, jetzt. Bitteschön. Bitteschön. Ja, ungemütliches Wetter haben wir uns hier ausgesucht für eine Rast. Soll ich mal so ein paar Kühe einfach töten? Sind ja nicht unbedingt zwangsläufig deren Kühe, oder? Ja, jetzt haben wir hier was gefunden, aber wir müssen schon auch noch weiterziehen. Wir können ja nicht einfach die ganze Zeit hier bleiben. Aber was wir natürlich machen können, ist deren scharfe Scheren. Nein, das machen wir nicht. Aber vielleicht muss ich die Kühe töten. Lass uns noch mal eben die Karte zur Hand nehmen. Okay, die Karte war sauer. Ja, wir sind einfach weg. In der Mitte ist der Turm und wir sind jetzt schon außerhalb des Kartenbereichs. Das wird natürlich schwierig, das wieder zu finden alles, aber so ist es halt. Jo, ihr könnt euch ja die Koordinaten notieren, weil mir ist das zu schwierig. Ist es da SH südlich, 64 östlich, 64, was ist das? Ihr kennt euch aus. Ihr könnt das koordinieren. So, ihr seid jetzt die Navigatoren. Hier ist noch ein Ei. Und auf dem Kompass könnt ihr auch. Ne, das ist die Uhr. Komm, das habe ich gar nicht. So, ey, wenn keiner guckt. Wenn keiner guckt. Aber ich nehme doch nicht das Diamantenschwert für diese Missetat. Liebe Kühe, ich brauche Leder. Ist es. Au, oh, Entschuldigung. So, das Doofe ist, wir können jetzt ohne Boot natürlich jetzt einfach so weiterlaufen und kommen dann vermutlich nur so semi-mäßig voran. Also das Dorf ist schon mal nice. Gut zu wissen, dass hier ein Dorf ist. Ich würde aber sagen, kann ich die mit Fleisch füttern? Nee, die hat richtig Angst vor mir. Wir holen uns unser Boot zurück und machen dann eine Tournee noch weiter. Kätzchen will. So, dich. Was? Da. Für den Fall, dass ich nochmal ein Bett bauen muss, finde ich das ganz gut, wenn ich ein bisschen. Ist dieser Große da der Beschützer von denen? Reicht, oder? Ich habe jetzt drei, das reicht für ein Bett, ja. Also passt der auf, dass denen nichts geschieht? Da hinten ist mein Boot.
Ich merke mir das. Den Fluss hinunter gibt es dieses Dorf. Und da gibt es ganz viele Heuballen und so. Die kann man dann ja looten. Ich könnte sie dann auch in mein Boot stecken. Könnte mein Boot auch jetzt rübertragen und dann von dieser Seite weiter. Vielleicht sollte ich das machen. Oder ich grabe. Ein Kanal. Canale Grande. Ist das Boot? Das heben wir auf, indem wir es kaputt kloppen, ne? So, was runtergefallen. Boah, das geht voll tief runter da. Und ich borge das Heu nur, ja. Kann man das auch sehen? Hier sind überall kleine Höhlen. Dann fahren wir weiter. Können wir die Nacht durchpaddeln. Ich werde nie wieder nach Hause finden, das ist uns allen klar, ne? Da geht's irgendwie weiter und da geht's ins Dorf rein. Das ist die Sackgasse. Oh, so ein Canyon, schaut mal. Ah ne, doch nicht. Hier ist Schluss. Die Nacht bricht heran. Es ist kalt und regnerisch. Und auch die Sonne entzieht sich uns. Lässt uns allein zurück. Durchnässt. Und ohne Licht. Aber das wird doch hier nicht nur ein See sein. Das wäre ja albern. Hallo. Schafis. Hier ist ein richtig dickes Loch. Wow. Aber ich bin ja nicht irre und gehe jetzt, wenn es Nacht ist, in so ein Loch rein. Da ist wahrscheinlich noch mehr Aktivität als ohnehin schon. Wobei, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es sogar leer, weil alle nach draußen strömen. Die können ja vermutlich immer im Loch leben. Aber sobald die Sonne weg ist, wollen sie ja alle raus. So geht es hier auf dieser Seite gar nicht weiter. Ist das ein geschlossenes Flüsslein? Bächlein? Seelein? Ah, ja, da sind sie schon. Und befallen jetzt das Dorf? Alle sind in ihrem Haus. Ja, da waren wir auch schon. Oder? Das ist ja nur ein See. Ja, wir müssen, glaube ich, wieder zurücklaufen. Ich befürchte, das war völlig sinnbefreit. Wir können natürlich auch zu Fuß gehen, aber jetzt nachts machen wir das nicht. Wir gehen auch nicht nachts jetzt zu Fuß. Ich könnte mich da irgendwo in den Felsen buddeln und wir schlafen dann hier. Oder wir gehen in ein Haus rein, aber wir sind schon überall. Wir gehen, weißt du was, wir gehen in irgendein Haus rein, da werden wir schon was Leeres finden. Ich schleiche mich in irgendein Haus. Dann schlafen wir. Das ist gemein. Das ist ja so gemein. Das ist bestimmt richtig. Ey! Lass den Mann in Ruhe! Ist der tot, der Nasenmann? Ich hab die Tür vielleicht nicht vernünftig verschlossen. Boah, da sind noch überall Leute. Hört auf, die Dorfbewohner zu belästigen, ihr Schweine! Hört auf! Vor allem wird der gelöscht im Wasser. Und die sind jetzt nicht alle tot. Hallo?
Ist hier jemand noch oder alle tot? Oh, alle tot. Jo. Simon Kretschmer! Hallo Simon Kretschmer! Ich freue mich sehr, dass Sie vorbeigekommen sind. Ich weiß, Sie sind aus Amerika, deswegen spreche ich jetzt amerikanisches Deutsch. Das ist für das bessere Verständnis zwischen uns beiden. Ich freue mich sehr, dass Sie hier vorbeischauen und Ihren Freunden. Wir spielen hier eine sogenannte Runde Minecraft. Das ist ein ganz neues Spiel. Und wir sind hier unterwegs und wollen nun als nächstes unseren Erkundungszug, unsere Abenteuerreise fortsetzen. Wir haben hier ein Dorf entdeckt. Ein schönes Dorf, ein prächtiges, schönes Dorf. Und verlassen dieses nun, um weiterzuziehen. Ja, Entschuldigung, dass ich gerade mit Simons Leuten amerikanisches Englisch, Deutsch spreche, weil er ist Deutsch-Amerikaner und das gebührt dir auch die Höflichkeit, gebietet die Höflichkeit, gebärt die Höflichkeit. Oh, ist das ein Bienenstock? Ist jemand zu Hause? Nö. Oh nein, ich habe deren Haus zerstört. Hey, das war ich nicht. Schnell weg. Hier endet das Gewässer. Das Gewässer endet. Aber unsere Abenteuerlust endet noch lange nicht. Wir besteigen diesen pyramidenartigen Erdklumpen. Was ist denn das? Ohne Biene, schnell weg. Die sind jetzt sauer auf mich, weil ich deren Heimat wahllos und ohne Grund zerschreddert habe mit meinem Schwert, mit meinem Kampfschwert, was den Namen Sören trägt. Ich habe mein Schwert Sören genannt. Was bist denn du, alter Schwede? Was bist du? Das sind ja Stalagmiten und Stalaktiten. Wow, was ist denn hier Feines zu finden? I turn through. Look at it. Look at it. It's beautiful. Als Zeichen meiner Inbesitznahme dieses Areals pflanze ich Fackeln links und rechts des Wegesrands. Da oben ist Kohle und nicht zu knapp. Yay. Kann man nicht an die Decke pflanzen? Auch das war's schon? Von wegen. Das ist ja einfach nur so ein ganz kleines Nudelbecken hier. Was ist denn das? Ich dachte, da geht's richtig tief in die Eingeweide der Erde hinab. Und dann haben wir hier dieses ganze Kupferzeug, wo ich gar nicht weiß, warum. Was soll das? Ich werde mich zur Kohle begeben. Ich werde mich zur Kohle begeben. Ich habe 23 Erdklumpen, die ich mir als Leiter so nehmen kann. So, und jetzt buddeln wir uns da irgendwie rein. So. Ist es schlau, was ich hier mache? Oder eher dumm? Kommen sie auf jeden Fall nach oben, aber verliere ich hier die Kohle aus dem Auge? Ist sie da? Ist sie doch schon. Na, ist doch schon okay. Passt doch. So, dann nehmen wir mal die Schaufel. Nee, das ist das Falsche. So, hier ist doch die Kohle. Haben wir doch gut gemacht.
Ist das Kies? Ich weiß es nicht. So. Dann voran. Ja, kann man doch gut machen hier. Ja, schaut. Schaut, schaut her. Wir sind im Kohlegebiet angelangt. Düdüm. Ich entreiße dieser Erde alles, was es hier an interessanten Dingen zu tun hat. Und dann ziehen wir weiter, wie sich das gehört für einen brandschatzenden Abenteurer wie mich. Ist dunkel, die Dunkelheit ist ohrenbetäubend. Ich sehe nichts. Ich möchte eine Fackel irgendwo anbringen. So. War es das schon mit der Kohle? Jeder Monatsende, ne? Jedes Monatsende, diese Frage. Ja, hier ist nichts mehr. Dafür können wir es sparen, hier weiter zu buddeln. Und gehen stattdessen wieder runter. Den tollen Weg, den wir uns gebaut haben. Wieso komme ich hier nicht weiter? Hallo? Ach so, weil ich die. Ich hatte die Rettungstaste gedrückt. Also jetzt nicht in die Lava rein, wenn es irgendwie geht. Die Kohle ist hier teilweise runtergefallen. Wie frech. Hoffentlich nicht in die Lava. Jo, ich glaube, den Flöz haben wir gut geerntet. Ich sehe jedenfalls keine Kohle mehr. Ich sehe auch kein Eisen. Ich sehe nur Kupfer. Und da können wir weiterziehen. Kupfer interessiert mich jetzt erstmal nicht. Solange mir nicht irgendeine Verwendung für Kupfer erarbeite, ist das jetzt erstmal egal. Was? Das sollen wir angraben? So, nix. Ist auch nur Gestein. Das Inventory ist voll. Okay, wir können aber was raus. Oh, beziehungsweise wir. Ja, ich schmeiß mal was raus. Erstmal müssen wir was essen. Schmeiß mal. Oh, was war das denn? Was ist das denn jetzt? Spitzer Tropfstein. Aha. Spitzer Tropfstein. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht damit gerechnet, dass das irgendwie, weil sich das. Das ist ja eigentlich nur Gestein. Aber das ist ein spezieller. Ja gut, ich meine, der verändert ja auch vielleicht so seine Konsistenz irgendwie. Seine Beschaffenheit. Und das ist auch neu hier, oder was ist das? Au! Ah, das war knapp. Kann ich nicht mehr aufnehmen. Aber da muss ich auch noch irgendwas rausschmeißen hier. Diese 8 Erdklumpen. Was ist das? Was ist das für ein Material? Tropfsteinblock. Ah, schon interessant. Die sind dann. Oh, oh ne, das war gut. Okay, das ist schon. Jetzt bin ich aber. Jetzt bin ich interessiert. Was macht man mit so einem Tropfsteinblock? Was mache ich mit den kleinen Zacken hier? Ich muss vor allen Dingen mal aufpassen, es wird nämlich jetzt Nacht. Hier ist noch Kohle. Die Dunkelheit.
Wir schlafen jetzt. Da schön. Ist das nicht gemütlich? Haben wir doch ganz gemütlich gemacht. Nee, müssen wir jetzt nicht riskieren. Wir schlafen erstmal. Und dann nehmen wir das Bett wieder mit. Und die Kohle. Was ist das? Ach, das Blaue ist nochmal hier Labuzaluli. Oh, das ist ja großartig. Hier ist ein richtig dicker Kohleflöz. Amazing. Und noch mehr. Klasse. Boah. Reichhaltigste Beute. Oh, ist das schön. Da klingeln die Kohlekassen. Oh, da kann ich mehr auf. Das ist ja großartig. Die ganze Tonleiter. Wir müssen schwer was wegschmeißen. Wir haben zu viel coole Kohle dabei. Diesen Eichensetzling brauchen wir nicht. Und dann schmeißen wir noch was anderes weg. Was brauche ich denn noch nicht? Dieses eine Ei. Was soll ich mit dem einen Ei? Ist das noch Kohle da oben? Ja, ne? Nope. Okay. Das hat sich doch gelohnt. Ja, ich sehe jetzt auch nichts mehr. Oh, da ist noch ein bisschen Kohle. Habe ich jetzt echt viel davon. Aber diese Flöze hier sind schon sehr interessant. Weil die teilweise echt groß zu sein scheinen. Was man hat, das hat man, oder? Naja, guck mal hier. Ho. Ja, okay. Alter. Das hört gar nicht mehr auf, die Köstlichkeit. Um ehrlich zu sein, die Kohle habe ich deswegen so viel gebraucht, weil ich immer diese Fackeln gebaut habe. Um halt. Die. Das ist ja unfassbar. Höhlen dementsprechend ausstatten zu können. Ich weiß nicht, ob man das immer so macht oder ob man irgendwie mit irgendwann so ein portables Licht hat. Ob das einfach nur paranoid ist und verschwenderisch von mir, dass ich die alle 5 Meter so eine Fackel an die Wand gekloppt habe. Weil man da eh nie wieder reingeht in diese Höhle, wenn man sie einmal geklärt hat. Aber mich macht das dennoch happy. Da ist noch mehr. Ja. Super. Kommst du mit? Ergiebig war das. Da ist die Biene wieder. Ja, jetzt kommt das alte Leid, die Orientierung. Selbstverständlich weiß ich jetzt nicht mehr, wo ich bin. Aber das geht ja jedem guten Entdecker so. Welcher Entdecker hat jemals sich nicht verlaufen? Ich wette, da fällt euch nicht einer ein. Selbst Kolumbus hat sich verlaufen. Wollte nach Indien, ist in Amerika gelandet. Also das passiert den Besten. Und da müssen wir uns jetzt nicht schlecht fühlen.
Hallo Freunde, was ist da hinten? Erdbeeren? Was ist das? Was ist das? Ist das ein riesiger Giftpilz? Sterbe ich, wenn ich da drauf haue? Oh Gott. Fredinator, Tomek, Splicer, Autismo und Phoebe Raven. Vielen Dank. Ich habe Angst, dagegen zu hauen. Ich sag's, wie es ist. Achso, dann kriegt man so kein. Okay. Ich kann es jetzt ja nicht mehr aufnehmen, aber das scheint mir jetzt gar nicht so viel hängen zu bleiben. Habe ich noch irgendeinen Quatsch, den ich wegschmeißen will? Diorit? Sagt mir nichts. Ist das wichtig? Oh, neue Rezepte. Ja, also irgendwas scheint das doch zu bringen. Aber ich meine, die kleineren Verwandtschaften von diesen Pilzen, die liegen eh immer überall rum im Wald. Aber es ist natürlich imposant, so ein Riesengerät jetzt hier zu sehen. Das Stöcke? Ein Samen? Ich habe keine Ahnung. Hier sind wir wieder auf eine Wasserader getroffen. Ist das ein Wasserweg, den wir schon benutzt hatten? Sonst können wir jetzt unser Boot mal wieder. Hallo, Oktopusfreunde. Da ist sogar ein Champignon, oder? Das sind Champignons. Kann man Champignons denn essen? Wenn ich den jetzt zerkloppe? Ich muss wieder irgendwas davon werfen. Ich habe noch ein bisschen Platz sogar. Warum eigentlich? Wegen des Boots. Stimmt. Ich würde mal, glaube ich, am ehesten. Was habe ich da jetzt gefunden? Brauner Pilz. Komm, die kann man 100 pro braten. Das müssen ja Champignons sein. Diese Giftpilze würde ich nicht essen. Aber die kann ich mir doch gleich wegbraten. An der Pilzbratstation. Wie viel haben wir denn? Wie ist das, wenn ich das Boot aufnehme? Muss ich. Also das Inventory kann ich ja nicht im Boot lassen, oder? Nee, warte, das ist der falsche Pilz. Den kann ich nicht essen. Dann muss ich vorher alles aussortieren, vermutlich. Muss man die Augen offen halten. Vielleicht kann ich mit den Pilzen irgendwelche Gebräue herstellen. Vielleicht kann ich da auch so Tauchtränke oder irgendwas noch machen. Das sind die nebelverhangenen Berge. Achso, das ist nur ein weiterer Pilz. Das sah aus wie eine Siedlung. Ja, ich weiß nicht, wie wichtig das ist, diese Pilze jetzt alle zu schlagen. Ob das wirklich viel bringt. Aber das wäre schon mega, wenn ich die bei mir anpflanzen könnte und dann wären die auch so groß. Das wäre richtig hammergeil. Hätte ich Bock drauf. Hier ist das Wasser wieder vorbei. Seine Höhle. Oh, hier geht's auch wieder tief hinab, oder? Ach du grüne Neune. Boah, da wäre ich fast mit dem Wasser runter. Boah. Da ist auch ein bisschen Eisen. Kann man da, ich meine, ich mach's nicht, ne? Weil wenn ich tot bin, ärgere ich mich.
Aber ich hätte schon mal ein bisschen Bock zu gucken. Weil ich bin ja einmal diese Höhle runtergefallen und auf so einer Wasserpfütze gelandet und habe einen 100-Meter-Sturz überlebt. Und ich frage mich, ob man diesen Wasserfall hier so runterrutschen kann. Aber wenn er da ist, da das Ende und dann falle ich in die Tiefe, das ist natürlich blöd. Aber ich habe Interesse, da an das Eisen ranzugehen. Wie machen wir das? Ne, das ist Schaufelgebiet, naja. Von der Seite dann so runtergraben. Ja, ich traue mich nicht. Nee, ich traue mich das jetzt nicht. Wenn ich jetzt sterbe, das wäre so dumm einfach nur. Weil ich es ausprobieren wollte. Nee, das können wir nicht machen. Da wäre unsere Abenteuerreise abrupt beendet. Das wäre ein sehr kurzes Abenteuer. Aber hier kann ich das ein bisschen. Oh, Alter! Oh, das wäre krass. Also wenn ich das. Wäre schon interessant zu wissen, dass das funktioniert. Ich meine, ich muss den Weg dann wieder hoch, ne? Aber ja, zumindest so ein Einwegfahrstuhl. So, wo war jetzt? Da ist das Eisen. Da ist es unter uns. Lass mich mal überlegen. Ja, wisst ihr was? Ich mache mal was ganz Cleveres. Vielleicht ist es auch mega dumm. Aber mir gefällt's. Ah, guck mal, wir kommen nicht von der Seite. Ha, funktioniert. Jo, hier ist der Eisenflöz. Aber wir müssen natürlich wieder ein bisschen Platz machen in unserem Inventory. Kies brauchen wir nicht. Oh nein. Nein! Sand brauchen wir nicht und das brauchen wir nicht. Und das nicht. Okay, das ist ja so schäbig. Ich schmeiß das jetzt. Ich will dann ja. Schmeiß es doch weg! Schmeiß es doch weg! Und nimm nichts Neues, es soll hinunterfallen in den Schlund. So. Das ist der Eisenflöz. Herrlich. Da geht's noch weiter. So. Boah, ist das tief. Also, guck mal, da ist eine Wasserpfütze. Wenn ich jetzt diesen Wasserfall einfach so runterslide und da ist ja noch ein Block vor dem Wasserfall. Also es könnte sein, ich weiß nicht, wie die Physik ist, aber wenn ich einfach so runterslide, dass ich da am Wasser lande und dann wäre mal eine verlockende Idee, das mal auszuprobieren, tatsächlich. Aber bevor ich das mache, finde ich was anderes nämlich sehr viel verlockender. Und zwar, mich mal eben kurz einzubuddeln für die Nacht. Wobei es eigentlich scheißegal ist, ne? Aber da, von hier kann doch keiner kommen. Kann mich einer hier erwischen? Sonst kann ich mit offenem Balkon schlafen. Oder wir machen uns mal einen schönen Balkon, guck. Nur weil wir können. So,
Jetzt haben wir hier einen Balkon. Können wir mit offenem Fenster schlafen. Machen wir uns hier das Bett rein. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt, weil draußen... Das ist wahrscheinlich total egal. Jetzt schlafen wir mit... Da kann doch keiner kommen jetzt, oder? So. Gehen wir da jetzt runter? Ah, jetzt haben wir diese Eisendinge aufgesammelt. Oh, ich bin so ein bisschen verlockt, aber ich habe zu viel Schiss. Okay, sollen wir es machen? Sollen wir den Wasserfall runterjumpen? Und wenn, vermutlich eher von oben, oder? Ja, das ist eine ganz gute Idee. Wir können uns hier das Bett wieder aufbauen und dann ist das hier unser Respawn-Punkt. Komm, let's do it! Also, Bett. Aber ich glaube, ich kann gar keine Kiste bauen, weil ich kein Holz habe, oder? Ich dachte, ich hatte Holz eingepackt. Habe ich gar nicht. Ja, ich kann keine Kiste bauen. Ach, shit, ich kann keine Kiste bauen. Ohne Kiste ist das natürlich saublöd. Aber ich kann einfach nach oben gehen und mir... Wisst ihr was? Ich gehe nach oben. Come on. Warte, kommen wir jetzt hier wieder raus? Ich kann, da oben ist doch Wald. So, ah, da ist so alles voller Wald. Ich springe einfach von oben. Ist doch egal. What? Was war das? Was war denn das? Da ist irgendwas nachgerutscht. Das war irgendwie ein lockerer Boden. Man muss ein bisschen aufpassen. Kann gefährlich sein alles. So, hier ist doch ohne Ende Holz. Muss ich erst wieder was wegschmeißen von meinen Köstlichkeiten? Zum Beispiel Sand. Tschüss, Sand. Dann nehmen wir das Ding und jetzt hacke ich hier Holz. Dann machen wir uns ein kleines Lager. Und dann gucken wir mal da unten die Höhle rein. Machen wir mal, riskieren wir das mal. So, es müsste eigentlich ja schon reichen. Der Wasserfall beginnt hier. Dann bauen wir uns auch hier. Ich muss wahrscheinlich erstmal einen Turm auch bauen, ne? Ich glaube, ich muss erstmal einen Turm bauen, damit ich hier, falls ich... Das ist ja alles voller Wald. Das ist alles voller Wald. Ich baue jetzt einen Turm. Damit ich im Zweifel wieder nach Hause finde. Der muss die Bäume überragen. Aber man spawnt ja nur in der Nähe des Bettes. Aber wenn ich hier nur Bäume habe, dann finde ich das nie wieder. Seien wir ehrlich. Aber dieser mächtige Turm. Er wird mir dabei helfen, mich zurechtzufinden. Reicht das? Oh, das ist auch mein Boot. Ich kann auch alles ins Boot packen. Gar keine Kiste bauen.
Ich baue das nur gerade für mich selbst noch ein bisschen höher, weil ich Bock habe, eine kleine Aussichtsplattform zu haben. So. Das nenne ich mal einen Wald. Das nenne ich mal einen. Spawn ich direkt am Bett? Spawn ich nicht nur in der Nähe? Ich dachte, ich spawn nur in der Nähe. Ehrlich gesagt, war das mein letzter Stand, dass man in der Nähe des Bettes spawnt? So, unser Turm ist fertig. So, den können wir jederzeit wieder erklimmen. Ist doch schön. Oder? Gut. Jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen zurück zum Wasserfall. Der befindet sich. Wo bist du eigentlich? Edler Wasserfall, wo hatte ich dich getroffen? Hier war das, genau. So, dann. Nein, na, egal. Machen wir uns ein kleines, schniekes Häuschen. So. Mit einer Tür. So. Wie hoch muss es sein? Einer noch. Die ganzen Steine nehmen wir zum Bauen. So. Kurz mal ein kleines Haus aus Stein. Für die Sicherheit. Huch, das wollte ich so nicht. So, zack, ist es fertig. Mit einem kleinen Fenster hinaus in die Welt. So schön. Wir haben jetzt aber leider nichts für ein Fenster da. Deswegen hängen wir eine Fackel auf. Stellen wir unser Bett dahin. Wo bist du, mein Bett? Alles nur, um einmal diesen Wasserfall auszuprobieren. Oh. Hey. Hey. Ernsthaft. Kann ich eine Kiste so bauen, aber ich muss ja eine Werkbank erstmal fahren. Ich muss erst original erstmal eine Werkbank haben. Uff. Das. Ey, warum ist das denn so aufwendig? Ich wollte doch lediglich. Na, ich habe mir ein kleines Lager jetzt gebaut, ist auch nicht schlecht. Da. So, ist doch süß. So, hier, zack. Dann alles, was wir hier haben. Na, die Pfeile würde ich vielleicht mitnehmen. Das nehmen wir mit, die Pfeile nehmen wir mit. Ja, falls wir gleich was bauen müssen, dann nehmen wir natürlich die Hacke nehmen wir. Puh. Ja, will ich das jetzt riskieren? Aber ich habe nur noch so eine kleine da. Ich habe aber jede Menge. Naja, 5 Roheisen ist nicht jede Menge, ehrlich gesagt. Die brauche ich nicht. Aber ich, ja, ich habe nur noch diese Hacke. So. Dann. Wieder Einstiegspunkt gesetzt, steht da jetzt. So, das ist unser Zuhause. Und jetzt? Geronimo. Oh shit.
Oh shit. Oh shit. Oh fuck. Ah! Fuck, es ist zu dunkel, ich sehe nichts. Shit. Mick was a bad choice. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Oh fuck, oh fuck. Oh shit. Hey, hi, buddy. Jetzt wartet er unten auf mich. Oh, wie tief geht das noch runter? Oh Mann, ey. Wie tief geht das denn noch runter? Oh. Oh shit. Ich habe keine Ahnung. Das war vielleicht eine dumme Idee. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh, ich hab keine Ahnung. Scheiße. Shit. Oh Mann. Ich komm da nie wieder hoch. Ohoho. Gold ist er auch. So. Von der Seite kommt erstmal nichts. Oh, dieses Gegrunzen macht mich ganz irre. Diamanten. Zehn Diamanten. Ja, finde ich jetzt grundsätzlich erstmal gut. Gold ist da auch noch. Die Frage ist, wie komme ich wieder hoch? Also, kann man den Wasserfall wieder hochschwimmen? Könnte ich dabei nicht ertrinken? Das war dieser Wasserfall hier, meine ich. Oh, bitte nicht ertrinken jetzt. Was geht? Oh fuck, das ist voll schwierig. Oh, okay. Oh, oh, mega dumm. Au, Hilfe.
Oh, hi, Buddies. Hey. How are you? It's me. I was wondering, where does it go? Hallo? Oh Gott. Oh shit. Ah, okay. Alles klar. Hier geht's einfach noch viel weiter runter. So, wie geht das jetzt mit dem... Oh fuck. Oh Mann. Wie viel daneben ist. So, jetzt vielleicht? An der Wand lang. An der Wand lang. Oh nein, ich bin irgendwo rein. Ah, das ist gar nicht schlecht. Kurze Erholungspause. Ja. Ein paar Meter haben wir geschafft. Nein, ich fliege hier immer aus dem Gelände raus. Jo. Let's go. Ja, bleib drin. Ja. Puh. No. Oh shit. Okay. Oh Mann. Oh Mann, ey. Oh Mann. Aber jetzt. Was, da ist mein Haus. Schnell rein. Oh! Nice. Was machen wir jetzt? Mit all diesem Reichtum. Irgendwas muss ich wieder über Bord werfen hier. Die 4 Rohkupfer, glaube ich, brauche ich auch nicht mehr. Sandmann! Vielen lieben Dank! Surprise! Herzlichen Dank. Das Giftfleisch brauche ich auch nicht, oder? Ich habe gedacht, wenn ich mir so einen Hund anlachen will. Komm weg damit, das ist schon eine gute Idee. Ah, jetzt habe ich sie wieder eingesammelt. Ich kann es einfach in der Kiste lassen. Wer ist denn damit, Nils? So, die 4 Rohkupfer, glaube ich, können wir uns sparen. Ich weiß nicht, was man damit macht. So, Brot. Jo, ich würde das hier nochmal wieder mitnehmen und das Bett natürlich. Erstmal heim wäre vernünftig, ja. Da habt ihr vermutlich nicht ganz unrecht. Erstmal nach Hause gehen. Ist immer eine gute Idee, ne? Nach Hause bringen, Kuhfarm bauen. Diamanten sichern. Also. Wir nehmen das mal mit. Aber nicht damit. Damit. Hier, dies brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Falsche. So. Okay. So, dann brechen wir uns hier wieder durch. Und
schauen jetzt mal gen Himmel. Da hinten ist unser Boot. Hier ist unser Monument. So. Jetzt müssen wir nur noch nach Hause finden. Meint ihr, wir finden nochmal nach Hause? Seid ihr guter Dinge? Da geht's schon los, ne? Wie mächtig sind diese Pilze? Lohnt es sich da nochmal das Säcklein voll zu machen? Sackgasse. Da waren wir nicht, ne? Aber doch. Liegt da ein einsamer Pilz am Wegesrand? Ja. Nee. Ist das der, den wir eingesammelt hatten? Also haben wir den gefällt? Oder wächst der da? Ach, der wächst da. Das ist ja gar nicht die Sackgasse. Ich dachte kurz, das wäre nochmal von früher ein Freund gewesen. Jo, jo, jo. Dann geht's hier zurück. Mrs. MacIver. Gute Nacht. Wünsche ich dir. Schlaf gut. So, jetzt vermutlich. Niemand weiß es. Ich fahre nur nach Instinkt. Könnt ihr mir auch mal meinen Kompass ausrüsten? Wozu habe ich den überhaupt dabei? Wenn nicht zu Orientierungsfragen. Dennoch kann ich mir nicht sicher sein. Ey, fahre ich hier im Kreis? Ah, das ist ja die Uhr. Das ist ja gleich der Kompass. Okay. Ich dachte, es wäre ein Kompass. Es ist nur eine Uhr. Die hilft natürlich bei euch. Wie riesig diese Pilze werden können. Das ist ja eine wahre Freude. Wie sehr hängt man in Minecraft eigentlich an dem Zuhause, frage ich mich. Wir haben jetzt eine fantastische Burg gebaut. Aber wenn man doch so viel entdecken muss und die Abenteuerreise vielleicht sogar der eigentliche Inhalt des Spiels ist, dann sollte man ja gar nicht zu sesshaft sein. Und dann ist ja die Frage, okay, wann sollte man überhaupt nach Hause fahren? Luriana, Sandman. Achso, Sandman habe ich gerade schon gesagt, ne? Aber Luriana. Vielen Dank, vielen Dank. Ich paddel einfach mal aus purem Instinkt. Links, rechts. Man weiß es nicht. Ich hätte mir vielleicht so mehr Landmarks bauen sollen. So oder so können wir ja nicht unseren ganzen geilen Scheiß da ungenutzt lassen. Ich habe ja jetzt ja nicht so viel mitgeschleppt. Ich glaube, wir sind richtig. Genauso gut könnte es aber auch sein, dass wir nicht richtig sind. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Wir sind ja auch eine Zeit lang zu Fuß gegangen, bis wir wieder auf Wasser getroffen sind.
glaube. Ja, hier waren wir nämlich nicht, aber hier gibt's Pumpkins. Mal. Damit erntet man die am besten mit der Schaufel. Die kann ich ja bei mir einpflanzen dann. Pumpkin Time. So, da waren wir ja nicht, sonst hätte ich ja die Pumpkins schon längst mitgenommen. Weißt du noch die Koordinaten der Homebase? Das weiß der Chat. Der hat sich die aufgeschrieben. Das war die Aufgabe, haben wir ganz klar gesagt. Der Chat ist Koordinator, Navigator. Das war die Aufteilung. Oh, hier ist Feierabend, ne? Dann gibt es wieder Royal Beef. Ja, wenn du einen Sponsor findest, der 100.000 Euro bezahlt pro Person, die da beteiligt ist, dann gibt es wieder Royal Beef. Ja, Mann, Royal Beef. Für nur 100.000 Mark sind wir dabei. Ey, der dunkle Parabelritter. Vielen Dank für den Raid. Einen wunderschönen guten Abend. Wir zocken Minecraft. Ich glaube, ihr wart hier noch nie zu Besuch. Glaube ich. Wir zocken das erste Mal Minecraft. Und ich bin auf einer Abenteuerreise. Oh, und hier ist wiederum eine sehr interessante Höhle mit ein bisschen Kohle. Oh, krass. Ja, ich musste erst ein biblisches Alter erreichen, um mich für Minecraft, oh, shit, für Minecraft zu interessieren. Und habe das einfach mal ausprobiert und stellt sich raus, das ist lustig. Macht Spaß. Und ich versuche mir das aber alles blind zu erschließen und gucke eigentlich gar nicht auf den Chat. Guck mal, hier ist Kohle. Die mag ich. Schön, dass ihr da seid. Was gab's denn bei euch? Was habt ihr gemacht? Ich muss wieder was rausschmeißen. Ich bin zu reich. Was schmeißen wir raus? Sch, diese Knochen da, oder? Brauchen wir Knochen? Ich hatte ja gedacht, ich kann da mit Hunde oder so. Alter, was ist das? What? Nice. Da gibt's so Schienen und so, guck mal. Das heißt, da kann man einen Zug bauen oder so eine Lore. Ich konnte ja eine Lore craften auch. Oh, das ist ja auf jeden Fall. Oh, das ist sehr interessant. Da kann ich jetzt ja eigentlich. Aber ich hab vollstes Gepäck. Ich glaube, ich muss mir erstmal hier so ein kleines Haus bauen. Ich muss mich hier irgendwie sesshaft machen. Das ist ja sehr verlockend. Unsere Hacke ist kaputt. Okay. Jetzt bricht die Nacht herein. Ich werde ungern angegriffen. Das machen wir erstmal so. Ich hau mir jetzt hier kurz ein kleines Häuschen rein. Das verbinde ich mit dem Abbau der Kohle. Können wir kurz pennen? Und dann gucken wir uns das in Ruhe an. So, ich habe so viel Shit. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Sachen rauszuschmeißen. Oh nein. Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Die Knochen müssen weg. Wie geht das nicht? Hey. Fuck. Das. Ah. Ey, warte, 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 warte. Noch, wir sind noch nicht so weit. So, jetzt ist schon Nacht draußen. Ja, draußen ist Nacht. Machen wir mal hier die Tür zu. Oh, es ist jetzt sehr dunkel. Okay, jetzt haben wir ein kleines gemütliches Bettchen.
Jetzt können wir uns hier wieder rausgraben. Ja, das gefällt mir. So, die Frage ist, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich muss hier meine Kiste aufbauen. Hatte ich die noch? Ja. Und dann. Was hat er jetzt schon wieder aufgesammelt? Das wahrscheinlich. Kiste. So. Dann kann ich hier meine Sachen erstmal retten und dann buddeln wir uns da runter. Das ist ja sonnenklar, oder? Das ist einfach sehr interessant. Ich will jetzt natürlich wissen, was da passiert. Komm, wir packen mal, was packen wir alles weg? Alles, ne? Sollte ich mein Schwert mitnehmen? Mein kostbares Schwert? Ja, sollte ich. Aber das hier alles. Nein. Das ist ja meine Handwerkskiste. Hatte ich nicht die andere Kiste auch mitgenommen? Offensichtlich nicht. Ich schmeiße erstmal was runter. Und zwar die Knochen, um auf mich aufmerksam zu machen. Da kommen jetzt 16 Knochen runtergefallen. Jetzt weiß das Böse natürlich direkt, dass ich hier bin. So, wie gehen Kisten nochmal? So, dann kommt Bam. Okay. So. Da haue ich jetzt alles rein, was ich nicht brauche. Für meine Erkundungstour. Ich nehme mal ein bisschen Fisch noch mit. Das ist die Uhr. Ja, brauchen wir nicht. Selbst die Karte brauche ich vermutlich nicht. So. Obwohl, warte mal, ich könnte mir noch ein paar neue Fackeln bauen, wer weiß. 30 klingt jetzt erstmal viel, ne? Aber. Klingt erstmal viel. Und wir müssen eigentlich, wisst ihr was, ich brauche noch eine weitere Hacke. Oder? Reicht eine erstmal. Ach komm, wir gehen erstmal exploren. Vielleicht reicht das ja auch. Dann. Kriege ich da. Warte, wie mache ich das jetzt? Pass auf. Wir erweitern mal unser Haus. Kurz. So. Kleines Fenster ist auch süß, ne? Müssen wir aber zumachen, sonst sieht man uns. So, das ist jetzt alles nicht besonders, also innenarchitektonisch kein Meisterwerk. Aber ich würde eigentlich gerne so eine Schmelze noch bauen. Ich habe das Gefühl, wir verbringen hier mehr Zeit als gedacht. Ich wollte ja eigentlich nach Hause fahren, aber dieser Ort ist ja äußerst verlockend. Interessant. Was ist das? Räucherofen? Nee, sowas wollte ich eigentlich. Oh Gott, da brauche ich Bruch. Da habe ich das nicht gerade rausgeschmissen? Ist das dieser hier? Reicht das schon? Ja. So, dann bauen wir noch einen Ofen. Ja, guck mal, da können wir nämlich so ein bisschen Eisen einschmelzen und so ein Kram. So. Ein bisschen Kohle und das Roheisen. Da können wir uns auch eine Spitzhacke bauen. Sollen wir uns eine Tür bauen? Ist mir doch egal, gib mir doch einfach irgendeine. Ich habe das Holz ja gar nicht dabei. Ey,
mir doch einfach, bitte, so, danke, gib mir einfach, so. Das ist noch nicht final. Das bleibt so nicht. Aber ich könnte jetzt hier eine Tür machen und dann müssen wir aber hier zusehen, dass wir. Da kriege ich jedes Mal, wenn ich mich da so über die Kante hänge. Jo, so, dann machen wir hier eine Tür rein. So irgendwie süß. Haben wir noch so eine kleine Butze hier errichtet. Das müssen wir auch noch zumachen, oder? Da kommt ja auch das, der Feind kommt ja hier durch. Ich da sogar noch ein bisschen was. So. Dann. Okay. Es ist keine Schönheit, ne? Aber wisst ihr noch, als wir unsere erste Burg gebaut haben, das war auch keine Schönheit. Jo, dann können wir jetzt sogar noch eine. Ne, ich muss erstmal noch die Stöcke. Und dann können wir uns jetzt nochmal eine Spitzhacke bauen. Da. Gut. Den Rest lassen wir hier. Bauen wir noch ein paar Fackeln. So. Dann sind wir gleich gut ausgerüstet. Oh, wir haben jetzt verdammt viele Fackeln. So, irgendwann brauchen wir die sowieso wieder. Das lassen wir hier. Die Türen lassen wir natürlich hier. Und dann können wir losreiten. Würde ich sagen. Haben wir alles, oder? Haben wir alles, um auf Erkundungstour zu gehen? Shit, ey. Wie komme ich da runter? Am besten vielleicht da in diesen Knäuel reinbuddeln. Einfach so runterbuddeln. Erstmal hier in der Wand lang, dann da rein und dann runter. Oder halt hier rechts ginge auch. Da müsste ich nur ungefähr, vielleicht ist das sogar noch charmanter, wenn wir ab jetzt runterbuddeln. Damit haben wir Erfahrung, ne? Auf die Art und Weise runterzukommen. So, da ist jetzt schon das Loch. Ich wollte aber einmal so rum. Wird, glaube ich, schwierig. Mann, ey. So, also. Jetzt hängen wir hier genau drüber. Aber ich könnte jetzt ja auch einfach so eine Leiter runterbauen. Wieso eigentlich nicht? Die hängen ja in der Luft. Es gibt ja keine Physik hier in dem Sinne. Das können wir probieren. Ist jetzt hier schon wieder Abgrund, ja, ne? Möglichst halt was, wo wir auch wieder zurückkommen können dann. So. Aber wir sind hier schon gar nicht schlecht. Doch, das klappt. Wir sind auf einem guten Weg. Das wird vermutlich jetzt eher runterfallen.
Kohle, nehme ich mal an. Nee. Na gut. Oh, oh, oh. Ja, da hängen wir über. Kurz mal einmal einen Überblick verschaffen. Ja, das passt. Da kommen wir vielleicht genau da so drauf. Jo, bisschen weiter noch nach innen. Jo, 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 jo. Können wir hier wieder langsam nach unten? Nö. Zu früh. Noch ein bisschen. Da ist diese Schiene. Boah, ist das riesig. Fuck, ey. Ja. Das können wir doch eigentlich hier so... Was haben wir denn hier? Wasser. Warum? Wenn ich da jetzt runter... Kann ich da nicht den Wasserfall dann runter sausen? Vielleicht landet der genau auf dem Brett. Jetzt habe ich einen Fahrstuhl gebaut. Guck mal. Haha! Ich habe einen Fahrstuhl gebaut, Leute! Hey! Ah, da war die Fackel. Boah, riskieren wir das jetzt? Ist verlockend, weil wir kommen genau auf diesem Brett runter. Oh Mann. Ich meine, wir haben gerade so einen Probelauf gemacht und das hat funktioniert. Ich muss nur aufpassen, dass ich dann da nicht recht so zu tief runterglitsche. Aber eigentlich, ich kann das Ding ja sogar wieder hochschwimmen. Oder? Ja, wir können einmal wieder hochgehen. Ich weiß nicht, mit das Bett klicken. Habe ich das nicht schon gemacht? Ein paar Köstlichkeiten. So, hier sollte ich mal wieder zumachen, glaube ich. Sonst fallen wir da irgendwann aus Versehen runter. Das muss ja nicht sein. Das ein bisschen sicherer machen. Hier auch. Diese Öffnung muss nicht sein. Ja, so fallen wir nicht runter, ne? Ne. Genau. Einfach nur, damit wir nicht aus Versehen dumm. Hier auch. Das ist eine völlig unnötige Todesfalle. Okay, dann einmal Bett klicken. Oh, es ist sogar Nacht gewesen. Was haben wir Tolles gefunden? Nichts, was wir unbedingt behalten müssen. Dann geht's wieder los. Da geht's ja auch, guck mal. Da kann ich ja auch einfach runter.
Oh, wow. Kann man Fackeln unter Wasser zünden? Oh ja, aber die gehen halt sofort aus. Das ist interessant. Okay, let's go! Yay! Uhuhuhu! Wo auch immer ich hier gerade bin, ich habe keine Ahnung. Mache mir hier mal so Orientierungsfackeln an die Seite, dass ich weiß, das ist das Brett mit dem Fahrstuhl, wenn ich irgendwie unten sein sollte. Dann baue ich so, dann weiß ich, okay, das ist hier das Ding. Oh Mann. Aber da geht es noch weiter mit dem Wasserfall. Kann ich eventuell nach ganz unten sogar? Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Vielleicht komme ich nach ganz unten. Oh Gott, ich komme nach ganz unten. Antje, herzlichen Dank. Ja, ihr habt recht. Ich will gar nicht erst. Ich will noch, will da erstmal gar nicht nach unten. Ich habe hier erstmal diese anderen spannenden Sachen noch. Und zwar hier. Da. Ich baue mal kurz einen kleinen Pfad. So, da wollte ich hin. Huhuhuhu. Oh. Oh fuck. Oh, so doof. Warum hat der mich denn gesniped? Da ganz hinten. Was bist du denn für ein Schweinemann? Oh fuck. Okay, ganz ruhig. Der kommt hier, glaube ich, nicht rüber. Aber was er nicht weiß, ich habe ja auch einen Pfeil und Bogen. Okay. Oh, das war dumm. Da können wir auch gleich rüber. Eins nach dem anderen. Oh, Alter. Das ist ein richtiger alter Minenschacht. Das ist ja Hammer. Oh Mann, hier geht's in zwei Richtungen weiter. Oh Mann. Oh Mann. Okay, erstmal den Hauptpfad, der hier endet. Aber endet er hier wirklich oder ist das nur eine Einladung zum Buddeln? Oh no, das wollte ich nicht. Es ist auch nicht so schlimm, wenn einige Wege enden, weil dann weiß ich zumindest. Oh, da geht es tief hinab. Hier ist wieder Feierabend. Vermutlich gibt es auch hier keinen Sinn zu graben. Hier höre ich wieder Wasser, ja. Hier ist wieder überall Wasser. Da geht es auch nochmal runter. Ach geil.
Das ist ja geil. Kann ich mir ein eigenes Schienennetz bauen? Das ist Kies. Also. Oh, das könnte ja bedeuten. Ich kann mein eigenes Schienennetz errichten, vielleicht. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. So, dann geht's hier wieder runter. Oh ja, das ist auch noch alles. Oh, ich mache mal lieber eine hier. Damit ich nicht überrascht werde. Okay, da ist irgendwas Rotes da hinten. Oh shit, ich weiß wieder, was es war. Oh nein, das sind. Oh shit, das sind Gift-Johnnies. Mal richtig aufpassen jetzt. Was ist dahinter? Will ich das erkunden? Oder ist das eine dumme Idee? Boah, ist das spannend. Fuck. Puh. Was brennt denn da? Was ist das? Das ist ein Käfig, was ist das? Was ist das? Kommen da zufälligerweise immer Spinnen raus? Oh, das Eisen. Das ist schon nice. Das ist ein ganz interessanter Saal hier auf jeden Fall. Oh, was ist da hinten? Das finde ich, da hier ist irgendwas und da leuchtet was. Was leuchtet da? Oh, man bleibt hier. Sag mal, bleibt man an diesen Dingern kleben? Okay, so, mit Schwert war schon die bessere Wahl. So, in die andere Richtung. Hier, da hatte ich auch noch so Augen gesehen. Ist das unangenehm, wie die da oben geklebt hat. Also wir können uns hier runterbauen. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Gehe immer auf Nummer sicher bei sowas lieber. So,
Aber hier ist im Prinzip ja schon eine vorgefertigte Treppe. Dann müssen wir uns hier mal so ein paar Signalfackeln ransetzen. Oh Mann. Puh, überall lauert die Dunkelheit. Bin ja gar kein Fan von. Da hinten kam ich her. Meine Orientierungsfackeln helfen mir. Ist gut. Ich baller so, ist mir egal. Ich baller hier alles voll mit Fackeln. Ich fühle mich einfach sicherer dann. Oh fuck. So, mir geht's deutlich besser, wenn ich hier das Gefühl habe, ich habe ein bisschen erleuchtet. Guck mal, Leute, ich kann diesen kompletten Wasserfall bis nach oben schwimmen. Aber da ist ja sogar schon dann der Himmel. Das erscheint mir nicht die komplette Tiefe zu sein. Ja, flieh die Maus. Ist gut. Jo, aber das ist ja hier so Standardhöhle, was ja eigentlich der interessante Kram ist. Sind ja diese ganzen Bauten hier. Fuck, wo? Da. Oh, das war ein schlechtes Timing. Ich komme ja von hier dann wieder rauf. Sehr gut. Ah, Mist, wo ist mein? Wo ist mein Fisch? Ich hätte doch mehr Fisch mitnehmen sollen. So, da komme ich jetzt wieder rauf. Jo. Kein Fan von dunklen Ecken. So, gib mir mal das Eisen. Okay. So. Da kann ich jetzt direkt wieder rüber. Oh, hallo. Oh, ey. Ich brauche mehr Fisch. Ich habe oben ja Fisch. Den kann ich mir schnell holen gehen. Interessant. Ja, das ist fürs erste Mal die Erkundungstour gewesen. Ich gehe jetzt hier hoch. Komm, das ist ja wunderbar. Ich bin ja einmal so im Kreis gelaufen. Und muss jetzt zusehen, dass ich unbeschadet diesen Wasserfall wieder hochkomme. Yes, das ist ja einfach ein großartiger Aufzug. Das ist ja, das ist super.
Ich bin begeistert. Nice. Muss hier ja auch noch eine zweite Tür machen, ne? Ich glaube zwar nicht, dass ich bedroht werde, aber wir haben Türen und... Warum nicht, oder? Ich weiß nicht, ob wir eine Tür brauchen, aber ich baue sie einfach, weil ich kann. Fühle ich mich sicherer. Ist vielleicht nur fürs Gefühl, aber das ist ja auch eine Menge wert. So. Okay, das war interessant. So, wir haben sehr viel Fisch. Die haben 17 Schienen. Wir haben sehr viel Roheisen. Das wir direkt hier mit reinpacken. Kohle, ein bisschen. Und andere tolle Sachen, die wir... Ah, ich baue mir noch eine Hacke. Dann müssen wir nicht immer unsere geile Hacke nehmen. Wo bist du? Ach, die Stöcke brauche ich nicht. Können wir eigentlich auch zwei bauen, oder? Was fehlt? Wir bauen mal zwei. Was wir haben, haben wir. Die ist gleich kaputt. Dann können wir unsere Diamantenaxt ein bisschen schonen. Und wir können, was wir auch machen können, ist Pfeile. Ach, dafür brauche ich Feuerstein. Ach, Federn. Ach. Ja, gut, Federn stimmt, klar. Ich war aus irgendeinem Grund bei Faden, aber das ist vermutlich für den Bogen. Jo, jo, jo. Das nehmen wir nur so zum Bauen, dass ich, wenn ich da den Hang runtergehe, dass ich einfach gut bauen kann. Die Tür bleibt natürlich hier. Und das Spinnenauge brauche ich auch nicht. Gut, bald für eine zweite Kiste. Wie soll ich das alles mit nach Hause schleppen? Wie soll ich das alles mit nach Hause schleppen? So, müssen wir das eigentlich machen. Yo! Also, Freunde, wir schlafen noch eine Nacht. Und an dieser Stelle machen wir Pause für heute. Das war eine fantastische Runde Minecraft. Hat wirklich Spaß gemacht. In der nächsten Folge werden wir diesen Raum weiter erkunden. Also da sind ja noch offensichtlich einige Dinge, Minenschächte, die wir noch nicht beleuchtet und gelootet haben. Und wer weiß, was da noch so ist. Ich bin natürlich auch so ein bisschen daran interessiert, ob da noch ein bisschen Geschichte hinter ist oder ob das jetzt einfach so ein bisschen zufällig ist oder ob es vielleicht auch irgendwelche Räume gibt, alte Schlafstätten der Minenarbeiter und so, keine Ahnung. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Zivilisation. In jedem Fall war das wieder ein großer Spaß. Ganz herzlichen Dank fürs Zusehen, Leute. Vielen Dank für den Support. Vor Geisterpirat gerade eben zum Beispiel. Dankeschön für den Support. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, die nicht lange auf sich warten lassen wird. Macht's gut, Leute. Tschüss und auf Wiedersehen.